bist Anfang der 80er geboren und bist dann nach L.A. gegangen, um Drehbuch zu studieren. Wieso bist du zurück nach Wien? Wieso nicht Hollywood erobern und den American Dream leben? Das war jetzt ein weiter Sprung von Mitte der 80er bis nach L.A. Also das Ding war, also ich wollte seitdem ich 8 Jahre bin, es klingt urwirklich schön. Also man sagt, okay, man hat dann so diesen Traum, mit 8 Jahren will ich Filmemacher werden. Und es war, also ich wollte das immer irgendwie werden und komme aus einem Mühlviertel aus Oberösterreich und mein Vater hat immer gesagt, naja gut, schauen wir mal, jetzt machen wir die Schule fertig und dann schauen wir weiter. Und dann war ich in der Oberstufe und hat dann tatsächlich gesagt so, ja, wenn du willst, fliege mal rüber. Also ich bin dann statt der Matura-Reise dann nach Amerika geflogen. Also jetzt schau dir das mal an, ob das was für dich ist. Und die haben mich dann halt für Drehbuch entschieden. Glaube ich, als Grundlage, weil es einfach irgendwie auch für die Regiearbeit einfach so ein Verständnis von Dramaturgie zu haben, wichtig ist. So. Und hier, ich habe dann relativ rasch gemerkt, also es ist einfach so ein Überangebot drüben, dass du erstmal überhaupt rausstechen musst. Und für mich ist es viel einfacher, war sozusagen in Österreich, aber mit dem Know-how, was ich mir drüben angeeignet habe, dann zu beginnen. Du bist 85 geboren und wolltest dann schon mit 8 Jahren Filmemacher werden, wie du sagst. Ich glaube jetzt mal, du warst jetzt vielleicht, nehme ich mal an, zu jung, um von so Strömungen beeinflusst worden zu sein, wie jetzt zum Beispiel New Queer Cinema und dergleichen. Mhm. Warst du einfach zu jung? Was waren jetzt so Einflüsse, was waren Strömungen, die dich beeinflusst haben? Naja, also ich bin schon öfter gefragt worden, was ist so dein Lieblingsfilm? Und natürlich gibt es den Lieblingsfilm nicht, aber der mich sehr lange sehr beschäftigt hat, war Fight Club von David Fincher, weil er eine gewisse Ästhetik hat, die mich natürlich sehr anspricht und zugleich aber im Subtext auch sehr viel erzählt. Also auch so von einer, also wo auch so queere Themen schon in einem Mainstream-Kino verhandelt worden sind, die jetzt aber quasi nicht in den klassischen Geschichten sozusagen erzählt wird, wo halt queere Themen früher erzählt worden sind. Und das ist natürlich aber Neverland zum Beispiel ein großer Einfluss gewesen. Also dieses Doppelgängermotiv und dieses Spiel mit was ist real und was ist Fiktion. Ich habe bei meiner ersten Sichtung von Neverland das Gefühl gehabt, dass der Film ab sozusagen der Hälfte von einem Spielfilm langsam sich verwandelt in ein Musikvideo. War so mein Gefühl beim Film. Was für einen Einfluss hat Musik generell in deinen Filmen und auf dich selbst? Also prinzipiell ist Musik für mich natürlich wahrscheinlich für viele so ein Emotionsträger. Also wenn ich Drehbücher schreibe, höre ich schon sehr spezifische Musik. Aber Neverland ist natürlich jetzt so, dass wir da hauptsächlich mit Techno-Tracks gearbeitet haben, die halt sehr körperlich sind und dadurch glaube ich auch so in den Körper, den Geist in den Körper zu kriegen. Weil darum geht es ja irgendwie, für mich zumindest in Neverland so, also die Reise von diesem Jungen, der da halt irgendwie sie geistig in irgendwelche Fantasien flüchtet und wieder zurückkommen muss. Wir haben uns bei einem Techno-Rave kennengelernt und beim Filmpreis bei der Gala hast du ein Britney Spears-Shirt angehabt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wann hörst du welche Musik? Na gut, man muss sagen, das mit Britney Spears, das ist eigentlich so, das ist ein Running Gag geworden. Also Britney Spears hat einen relativ großen Einfluss auf mich gehabt, natürlich in meiner Jugend, so wie für viele. Ich glaube, es gibt seitdem ich 12 oder 13 war, in jeder Lebensphase einfach einen Britney-Song, der genau sozusagen diese Lebensphase irgendwie beschreibt. So. Und es hat dann irgendwie, also wir haben dann angefangen, dass ich dann mit meinem Produzenten und so, dann halt bei E-Mails dann halt mit so Britney-Gifs antworte. Und dann habe ich am Set plötzlich dann halt bei Neverland den Spitznamen gehabt, Britney. Um den anderen Teil von deiner Frage zu beantworten, also mein musikalischer Geschmack hat sich natürlich verändert über die Jahre. Du hast dich im Zuge deines Filmemachens und deiner Filme auch mit dem Thema Cyberbullying auseinandergesetzt. Zumindest wurdest inspiriert davon. Bist selbst sehr stark auf Social Media vertreten. Mhm. Ich habe für mich persönlich, war in den letzten Jahren immer Social Media Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Wie ist es für dich? Was bedeutet dir Social Media? Naja, also ganz, ganz pragmatisch betrachtet, das ist ja ein Werkzeug. So. Also genauso wie ein Messer, also es gibt dieses Klischee, dass du ein Messer verwenden kannst, um was zu kochen oder ein Messer verwenden kannst, um jemanden zu verletzen. So. Also es ist mein Werkzeug. Und mit dem kann man gewisse Dinge anstellen.
Das Ding ist, ich glaube, ein unreflektierter Umgang damit, und das merke ich bei mir selbst natürlich auch, hat natürlich schon negative Konsequenzen und auf Dauer auch wirklich, sozusagen vor allem für die geistige Gesundheit auch. Und auch sozial, vor allem halt im Jugendalter, wenn es um so ein Thema Bullying geht und so, sind natürlich die Hürden viel geringer, um da halt auch irgendwie unter Anführungszeichen Täter zu werden. Zum anderen aber kann es genauso inspirieren und eine Verbindung treten mit Menschen, die halt irgendwie ähnliche Ästhetik haben oder die eine ähnliche Philosophie haben oder die eine ähnliche Weltanschauung haben. So. Du hast das Thema Ängste angesprochen. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du zwischen oder eigentlich deine gesamten 20er mit der Bewältigung deiner eigenen Ängste verbracht hast. Was mich interessieren würde, ist, wie hast du das genau geschafft? Weil das habe ich nicht erfahren. Was sind deine Tricks, vielleicht auch auf deine Kunst bezogen? Wie hast du deine Ängste bewältigt? Naja, also die ganzen 20er bin ich mir nicht, habe ich nicht braucht, sie zu bewältigen, sondern da bin ich mir davon gelaufen. Bewältigt habe ich es dann eigentlich erst dann mit Anfang 30. Ja, also es gibt ja sozusagen dieses Sprichwort, das heißt, the only way out is through. Und das ist bei Ängsten halt ja, einfach richtig. So. Das heißt, du kannst eine Angst auf Dauer, meiner Meinung nach, nur dann entkommen, wenn du ihr begegnest. Im Grunde muss man, also bei mir war es so, also, Neverland war da schon ein wichtiger Teil, weil im Selbstausdruck ich sehr viel gelernt habe. Die erste wichtige Erkenntnis für mich war einfach zu verstehen, dass Angst an sich mal was Positives eigentlich ist, weil sozusagen den Organismus versucht, vom Tod zu schützen. So. Das Ganze wird dann halt, kann dann halt zu so einer Spirale werden, wo dann die Angst vor der Angst kriegst. Und dann sich halt langsam annähern. Und jetzt gerade in den letzten Jahren ist für mich Atmung, und so simpel wie das jetzt klingt, eigentlich das Wort, mit dem ich letzten Endes auch nicht nur in den Griff gekriegt habe, sondern eigentlich mehr oder weniger transformiert habe. Und noch als letzte Frage, inwieweit hat dir vielleicht auch das Schreiben, das Filmemachen, die eigene Kunst geholfen bei der Angstbewältigung oder generell bei deiner Entwicklung? Sicher. Also Ich glaube, Kunst ist ja immer der Ausdruck sozusagen von dem, was im Inneren vorgeht. Und dadurch kann man es immer sichtbar machen. Also ich finde, Neverland war schon ein wichtiger Teil in meinem Heilungsprozess. Kehrt also das Innere nach außen und projiziert es dann da auf so eine, weiß ich wie viel, 5x Meter Leinwand. Und dann sitzen da, weiß ich nicht, 500 Leute und schauen sozusagen dir da rein. Und dann merkst du ja plötzlich, dass die das gar nicht blöd finden oder gar nicht lächerlich finden. Und das hat dann schon wieder so einen zusätzlichen Aspekt. Also nicht nur das Ausdrücken an sich, sondern auch wieder dieses, wie reagieren Leute drauf, und wie quasi was kommt von dem zurück, was ich wieder an Ressourcen in mir mitnehmen kann. Also das finde ich, glaube ich, schon bei Kunst, so, also nicht unbedingt bei Kommerz, aber bei Kunst auf alle Fälle immer eine wichtige Komponente.